Hallo, liebe Hochschulangehörige. Der Frühling ist da und damit auch das Sommersemester. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start in die Vorlesungszeit. Das Sommersemester 2023 ist für uns ein ganz besonderes, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen feiern wir unseren 200. Geburtstag. Im Jahr 1823 wurde unsere älteste Vorläufereinrichtung, das Städtische Polytechnikum, gegründet. Und wir wollen das ganze Jahr lang feiern, gemeinsam mit Ihnen. Unser Jubiläum beginnt mit einem Festakt am kommenden Freitag, den 24. März, und zieht sich über das ganze Jahr bis zur akademischen Jahrfeier am 13. November. Und dazwischen haben wir für Sie eine ganze Reihe von Veranstaltungen geplant. Zum Beispiel am 22. Juni ein Sommerfest für die Hochschulangehörigen. Wir werden einen Pop-up-Store haben, direkt am Hauptmarkt. Wir werden uns der Stadt in einer Art Schaufenster zeigen, mit dem schönen Namen Ohm City. Wir werden in die Stadt gehen, zu den Menschen gehen. Wir werden Vorträge halten, Science Slams abhalten, an Orten, wo man uns auch nicht erwartet. Wir werden in die Jugendtreffs gehen, in die Schulen, zu Makathons und Hackathons. Also folgen Sie uns, seien Sie wachsam, denn wir werden Sie das ganze Jahr über informieren, was wir so zum 200. Jubiläum vorhaben. Und der zweite Grund, warum dieses Sommersemester für uns ein ganz besonderes ist, ist unsere Marke, unser Gesicht. Wir haben sie konsequent weiterentwickelt. Warum? Nicht, weil wir Langeweile hatten, sondern weil wir gemerkt haben, dass wir stärker nach außen unverwechselbar sein müssen. Wir müssen stärker für das erkennbar sein, was wir eigentlich sind, für unsere Werte stehen. Wir sind eine starke Hochschule für angewandte Wissenschaften, stark in der Lehre, stark in der Forschung, aber wir sind auch nah an den Menschen, wir sind offen und zugänglich. Wir möchten in die Gesellschaft hineinwirken und mit der Gesellschaft in den Dialog treten. Und um das alles auszudrücken, haben wir unsere Marke konsequent weiterentwickelt und werden jetzt am kommenden Freitag diesen Markenauftritt auch der Öffentlichkeit präsentieren. Und spätestens dann werden auch Sie ihn sehen. Falls Sie ihn nicht schon gesehen haben, seien Sie gespannt. So, jetzt wünsche ich Ihnen aber viel Spaß und viel Erfolg im Sommersemester 2023. Und ich hoffe, dass wir uns auf vielen Veranstaltungen in diesem besonderen Sommersemester sehen werden.